Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Kolonie. Heute fliegen wir wahrscheinlich zum letzten Mal zum Asteroiden. Und zwar werden wir heute die Treibstofftanks dort komplett auffüllen. Ihr seht, wir haben hier eine ganze Menge Treibstoff drin. Das ist eine Avalon 4B, die 150-Tonnen-Variante. Das wiegt knapp über 90 Tonnen. Dennoch haben wir hier die größte Variante genommen, um zusätzlichen Treibstoff zu haben. Wir werden das Ganze mit der Mikroraumstation machen, falls ihr es noch kennt, ist eine ganze Weile her. Und wir werden es dort andocken, bringen es zum Asteroiden, kehren wieder damit zurück und dann wird der restliche Treibstoff hier drin die Mikroraumstation wieder auffüllen. Wir werden ganze drei Raketen starten, zwei davon zum Asteroiden selber und eine nur zum Auftanken. Genau, dann würde ich sagen, genug geplaudert. Los geht's.
Und damit ist die Mission auch fertig. Ihr seht 1,4% Treibstoff. Das ist alles wunderbar gelaufen. Wir haben keinerlei Erfolge bekommen. Dafür Missionserfolge. Und zwar eine ganze Menge. Das liegt vor allem daran, dass wir mit der Mikroraumstation ja beim Mond und beim Mars waren. Und da sind wir auch 1000 Mal schon angedockt, abgedockt, irgendwo hingeflogen. Also eine ganze Menge. So, hier haben wir ein kleines Trümmerstück. Eins der Stufen ist leider kaputt gegangen. Und hier drüben haben wir eine weitere Stufe. 1,4% Treibstoff. Können wir auch nochmal einsammeln. Auch hier wieder einige Missionserfolge. Auch wieder von der Mikroraumstation hauptsächlich. Und dann haben wir hier drüben die drei ersten Stufen. Ich weiß nicht, ob die dicht beieinander gelandet sind. Ja, ganz knapp am rechten Bildschirmrand kann man das erkennen. Haben die alle drei gelandet. Ohne Probleme. Da. Dann haben wir hier die zweite und die, hoppla, die dritte. War jetzt nichts Besonderes dabei. Wir haben die Mikroraumstation natürlich am Ende wieder aufgefüllt. Das heißt, der Zustand hat sich kaum verändert, bis auf die Tatsache, dass wir Treibstoff zum Asteroiden gebracht haben. Ihr seht, da ist alles voll. Ja. Ganz nebenbei haben wir hier auch noch ein bisschen mehr Treibstoff hingebracht. Also dort, dort. Und wenn wir jetzt nach draußen gehen zum eingefangenen Asteroiden, dann könnt ihr hier die Treibstofftanks sehen. Ich glaube, ich kann die RCS-Düsen nicht ausmachen. Ne, egal. Dann lassen wir es. Und dann seht ihr hier voll, 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 voll. Und die drei hatten wir auch schon beim letzten Mal voll. Also wir haben jetzt hier sämtliche Treibstofftanks aufgefüllt. Wunderbar. Also, das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.